zumindest für ein paar Minuten. Wir sollten reden. Etwas Vorrat. Ich komme mit den Maschinen und Türmen zurecht. Fehlt nur der Dämon. Du hast seine Kraft irgendwie absorbiert. Vielleicht sollte Orea dich doch treffen. Was sie wirklich sucht, ist Hoffnung. Du könntest ihr sie mit Sicherheit geben. Sie sucht Rückzug hinter diesen Bergen, den Eispfeilen. Du musst dem Schamanenpfad dorthin folgen. Du hast das Ende erreicht, wenn du einen Schrein siehst. Eine große Maschine, gehüllt in Blauglanz. Wer den Pfad bewältigt, nimmt sich ein Stück als Belohnung. Falls du es hinschaffst, tu dasselbe. Du verdienst es. Du sagtest was von Blauglanz am Ende des Schamanenpfads? Ein Kristall, der aus den Maschinenkörpern im ältesten Eis wächst. Wir Banuk glauben, es ist das blaue Licht, das ihre Höhlen gefroren verlässt. Dich interessiert vielleicht mehr, dass es den Händlern viel wert ist. Burgrend sagt, du seist Orias Lehrling. In ihrer Abwesenheit diene ich Häuptling und Verak als Berater. Späher, Stimme des blauen Lichts. Große Verantwortung. Ich weiß nicht, ob ich Orea gerecht werden kann. Aber ich versuch's. Das schulde ich ihr. Sie gab mir eine Chance. Einem Schamanen-Neuling vom Ende der Welt. Nur sie tat das. Wie finde ich diesen Schamanenpfad? Geh zu den Eispfeilen. Folge den Markierungen durch die Eishöhlen und Wasserfälle und klettere hoch zum Schrein. Aber Vorsicht. Der Pfad ist mit Absicht tückisch. Die letzte Prüfung für einen jungen Schamanen. Und ich finde Orea an seinem Ende? Nein. Sie geht weiter hoch. Irgendwo in den Berg hinein. Wenn du sie siehst, sag ihr bitte,
Ich glaube fest, dass sie die Stimme hören wird. Also gut. Ich gehe zu den Eisfallen und suche diesen Schamanenpfad. Ich fühle, dass meine Augen zufrieren, wenn ich blinzle. Müssen die Eisfallen sein. Der Schamanenpfad beginnt irgendwo weiter oben. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht.